da ging es gar nicht mehr darum, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern die Frage war eigentlich nur, wann hast du deinen Impftermin und welchen Impfstoff bekommst du? Dann kam dieses Infektionsschutzgesetz und das war dann eigentlich so der Startschuss, wo ich dachte, okay, jetzt wird es richtig gefährlich. Sie haben ja auch ziemlich Druck ausgeübt, gerade in Bayern, auf Kinder und Jugendliche. Ich bin geimpft, genau, sehr gut sogar. Sie haben ja für eine Impfpflicht gestimmt. Ich habe ein Medikament, das kann dir helfen, muss es aber nicht. Es kann gut gehen, du kannst gewinnen, aber es kann auch schlecht sein und du verlierst. Gehirn immer solche Blutgründe, andauernd Herzschmerzen. Wir haben, als sie hier ankamen im Koma, nicht damit gerechnet, dass sie überleben. Es wurden Menschen ausgegrenzt. Dann impfen, bis die Nadel glüht. Impfen bedeutet Freiheit. Der Weg aus der Pandemie heraus ist die allgemeine Impfpflicht. Das ist mein Körper, meine Entscheidung. Und wenn du eben Angst um deine Existenz hast, na dann setze ich mich halt hin und lass mich impfen. Man kann es sich kaum noch vorstellen, aber noch vor anderthalb Jahren durften Janina und ich nicht in Restaurants gehen, ins Theater, ins Schwimmbad oder ins Kino. Viele von uns erinnern sich noch daran, wie es sich anfühlte, als Ungeimpfter irgendwo nicht reinzukommen oder ausgegrenzt zu werden. Es gab sogar Weihnachtsmärkte, auf denen Hinweisschilder angebracht wurden. Die Weitergabe an Personen, die weder geimpft noch genesen sind, ist nicht erlaubt. Etliche Freizeit-, Kultur- und Gastronomieangebote standen auf der Liste der Dinge, zu denen Ungeimpfte keinen Zugang mehr hatten. Wir haben selbst erlebt, dass wir mit unseren Kindern an den Türen der Elterncafés abgewiesen wurden, weil wir nicht die richtigen Stempel im Pass hatten. Um uns soll es in dieser Reportage aber gar nicht gehen. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die Schaden davon getragen haben, sei es körperlich, psychisch, beruflich oder sozial. Wir haben mit Experten gesprochen und mit Menschen auf der Straße. Und wir haben versucht, mit all denjenigen ins Gespräch zu kommen, die verantwortlich dafür sind, dass Menschen ausgegrenzt, beschimpft und geächtet wurden. Meine Tochter, die Cheyenne, die war ja ein sehr besonderer Mensch für mich und unsere Familie. Sie war ein absoluter Familienmensch. 9 Tage nach ihrer zweiten Impfung mit BioNTech bricht Cheyenne Braun aus Hollfeld in Bayern zusammen. Der Grund für die medizinische Behandlung? Die 15-Jährige will endlich wieder alles machen können, ohne 2G-Beschränkungen. Sie war eine Partymaus. Und sie wollte ihren 16. Geburtstag in der Disco verbringen. Und dann hat sie halt gesagt, na Mutter, das mache ich. Dann können wir weg. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann feiern wir deinen Geburtstag in der Disco. Ne? Lass uns impfen, ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden, endlich sind wir frei. Komm, wir gehen jetzt impfen, du kannst mir vertrauen. Wir tanzen und wir singen. Alles gut, mein Schatz. Alles gut, mein Schatz. Ja, dein Arm hoch. Beim Abendbrot, wir haben gegessen und ich habe den Kartoffelbrei auf den Tisch gestellt. Sie ist wie immer gekommen von einer Freundin und hat sich an den Tisch gesetzt und war voller Freude. Mama, und ich habe die wieder gesehen und ich freue mich so sehr. Und ihre Mutti ist da aus Hamburg. Und ja, und auf einmal ist sie zusammengebrochen und auf den Boden gefallen. Ne? Ich habe erst gedacht, sie macht einen Witz. Sie hat manchmal das an sich gehabt, dass er einfach jemand veräppelt. Ja, ich dachte das erst und dann habe ich sie sofort reanimiert. Also war kein Puls mehr, nichts mehr. Der Mund war schwarz, die hat sich geringelt gehabt noch. Die eigene Achse eben. Ne? Also ich habe, wie gesagt, das sage ich immer wieder, ich habe sowas noch nie gesehen. Es war ganz schrecklich, ja. Und dieses Bild habe ich auch immer noch und immer wieder vor Augen, ja. Das ist eine absurde Idee. Die AfD in Altötting macht eine Mahnwache für Impftote. Also das sind alles so völlig absurde Dinge, die immer wieder stattfinden. Die Impfstoffe sind sehr sicher und sehr wirksam.
Nach ihrem Zusammenbruch bringt der Notarzt Cheyenne auf die Intensivstation nach Bayreuth. Während der Fahrt wird das Mädchen eine Stunde lang reanimiert, später nach Erlangen verlegt. Die Diagnose auf dem Arztbrief: postvakzinale Myokarditis, Herzmuskelentzündung nach Impfung. Ich hatte Hoffnung, dass sie lebt, aber ich habe gesehen, durch diese vielen Minuten, die vergangen sind, hat sich ein Hirnödem entwickelt. Und mir war klar, dass sie viele, viele Beeinträchtigungen hätte, wenn sie weiter gelebt hätte. So, mein Schatz, ja, alles gemacht. Jetzt liegt sie auf dem Bauch. Ja, alles gut. Mein Schatz, sie, ne? Alles gut. Doch es ist zu spät. Tayen stirbt. Als ihr Herz am 16. November endgültig aufhört zu schlagen, sind ihre Nieren kaputt, das Großhirn ist massiv geschädigt. Ihr Körper wird obduziert. Doch der Rechtsmediziner, den die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einsetzt, kann nach 13 Tagen Überlebenskampf nicht mehr zweifelsfrei feststellen, welchen Anteil an ihrem Tod die Impfung hat. Doch anstatt den Tod der Schülerin weiter zu untersuchen, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft damals gegenüber der Lokalpresse: Diese Untersuchungen gibt unser Ermittlungsauftrag nicht her. Und schließlich wurde von der Mutter eine Einwilligungserklärung unterschrieben. Herzmuskelentzündungen seien zwar selten, aber eben bekannte Nebenwirkungen der Covid-Impfungen. Auch andere Kinder und Jugendliche bekommen diese Nebenwirkungen 2021 zu spüren. Kurz nach Start der Impfkampagne steigen die Krankenhauseinweisungen wegen Herzmuskelentzündungen in den Altersgruppen zwischen 10 und 17 Jahren stark an, teilweise bis auf das Doppelte. Während junge Menschen nur ein geringes Risiko haben, schwer an Covid zu erkranken, sehen manche Studien das Risiko einer Herzmuskelentzündung nach einer Impfung bei männlichen Jugendlichen bei bis zu 1 zu 3.000. Ich frage beim Gesundheitsministerium nach, was man dort zu dem starken Anstieg sagt. Die Antwort per Mail: Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen seien nur sehr seltene Nebenwirkungen. Gleicht man die Höhen von Impffortschritt und Herzmuskelentzündungen aneinander an, um den zeitlichen Verlauf darzustellen, zeigt sich ein deutlicher Gleichschritt. Die Krankenhausanweisungen folgen dicht auf Impfwellen. Dass der Anstieg keine Folge von Corona-Infektionen ist, zeigt der Vergleich mit den weitgehend Ungeimpften unter 10-Jährigen. Und die Inzidenzkurve belegt, vergleichsweise wenige Menschen infizierten sich zu jener Zeit mit Covid. Sie war mal kurzfristig da. Sie hat zwar nur vor sich hin gestarrt, aber ich habe gespürt, dass sie mich versteht. Und in den paar Minuten, da konnte ich Gott sei Dank ein paar Sachen zu ihr sagen, die einfach für mich wichtig waren. Die habe ich genutzt. Diese paar Minuten habe ich genutzt. Hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass ich das rauskriege, was passiert ist. Und ich alle zur Rechenschaft ziehe, die mit daran schuld sind. Wir machen uns auf den Weg nach Kopenhagen. Dort lebt Peter Götzsche, Mitgründer des renommierten Forschungsnetzwerks Cochrane, das Medikamentenstudien auswertet. Der Spiegel bezeichnete ihn vor einigen Jahren als einen der profiliertesten Medizinprofessoren der Welt. Die schwerwiegenden Schäden der Covid-19-Impfstoffe wurden in öffentlichen medizinischen Fachzeitschriften über diese Impfstoffe heruntergespielt oder weggelassen. Ich halte das für Betrug, weil ich von Menschen weiß, die ernsthaft geschädigt wurden, die aber nie in den Veröffentlichungen auftauchen. In einer aktuellen Analyse hat der Medizinforscher und Pharmakritiker verschiedene Studien zu Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe zusammengefasst.
Our main conclusions are. Unsere wichtigsten Schlussfolgerungen sind, dass einige dieser Impfstoffe das Risiko von Blutgerinnseln erhöhen und das Risiko einer Herzmuskelentzündung erhöhen können. Das ist sehr ernst, da 1 bis 2 von 200 Personen daran sterben. Das ist der Hauptgrund, warum die Covid-Impfung Kindern mehr schadet als nützt. Ich frage beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte nach, wie man sich dort den starken Anstieg der Krankenhausanweisungen erklärt und welche Folge Herzmuskelentzündungen in jungen Jahren für das spätere Leben haben können. Die Antwort: Man will nicht mit mir sprechen. Meine Fragestellung sei zu einseitig und tendenziös. Auch bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie frage ich nach Erklärungen. Ein Sprecher antwortet mir freundlich, will jemanden suchen, der mir meine Fragen beantwortet, meldet sich dann aber, trotz meiner erneuten Rückfrage, nicht mehr. Wir fahren nach Hamburg. Krankenhausdaten zeigen nur schwere Fälle von Herzmuskelentzündungen. Doch auch kleine, unerkannte Verletzungen des Gewebes gehen nicht spurlos an Herzen vorbei, erklärt Kardiologe Henning Steen. Jede Herzmuskelentzündung hinterlässt Spuren. Je fulminanter, also je aggressiver die Herzmuskelentzündung ist, desto mehr Funktion geht verloren. Und je besser auch der Körper sein Immunsystem aktiviert hat, desto besser kann er das Herz auch schützen und desto weniger Funktion geht verloren. Dass lange nicht alle Herzschäden auch erkannt werden, zeigt eine Studie des Chefpathologen der Uni Heidelberg, Peter Schirmacher. Schirmacher ist Mitglied der renommierten Leopoldiner Akademie. Im Rahmen einer Studie untersuchte er eine kleine Anzahl an Menschen, die bis zu 14 Tage nach ihrer Impfung plötzlich und unerwartet starben, ohne davor krank gewesen zu sein. Schirmacher konnte in 30% dieser Fälle einen Zusammenhang zwischen Impfung und Tod zeigen. In einem Interview mit der Welt warnt er davor, Herzmuskelentzündungen zu unterschätzen, auch wenn diese nur leicht sind. Wir wissen derzeit noch nicht, ob alle überstandenen Myokarditiden folgenlos ausheilen. Myokarditiden nach mRNA-Impfung können über alle Betroffenen hinweg ein breites Spektrum zeigen, das je nach Verlauf und Konstitution der Betroffenen von asymptomatisch, das heißt vom Betroffenen nicht bemerkt, über ein Herzstolpern, eine Leistungsminderung, eine Krankenhausbehandlung bis hin zur tödlichen Komplikation reicht. Wir haben uns gefragt, wie viel ein Mensch über sich ergehen lassen muss, um einem höheren Zweck, beispielsweise dem Schutz der Allgemeinheit, zu dienen. Deshalb fahren wir nach Düsseldorf, um Carlos A. Gebauer zu treffen. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Seit April 2020 publiziert er zu Fragen der Pandemie und führt im Zuge dessen eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Bereits 2016 veröffentlichte er eine Sammlung von Fachaufsätzen mit dem Titel Die Würde des Menschen im Gesundheitssystem. Als Fachanwalt für Medizinrecht ist man immer wieder damit konfrontiert, sich zu fragen, gerade im gesetzlichen Gesundheitswesen, was darf der Einzelne von der Gemeinschaft verlangen und was darf die Gemeinschaft vom Einzelnen verlangen? Und die Würde des Einzelnen ist nun mal der geschliffene Diamant, sozusagen das kleine Stück Brillant in unserer Verfassung, das uns mitgegeben ist mit dem Satz, es ist unantastbar, die Menschenwürde ist unantastbar. Und in dem Moment, wo wir die Menschenwürde antasten, wird es illegal, wird es rechtswidrig. Und diese Abwägung muss man immer wieder neu finden. Ah, es ist alles fürchterlich und ihr habt kein Leben mehr und euer Grundgesetz wurde ausgehebelt und all diesen Bullshit, den ich hier schon seit Wochen und Monaten höre. Alle Menschen, egal welchen Alters, übertragen das Virus stärker, wenn sie ungeimpft sind. Impfen bedeutet Freiheit und Impfverweigerung schränkt unsere aller Freiheit ein. Wir arbeiten hier an der Herdenimmunität. Erledigen wir das Virus und kehren wir dann zur Freiheit zurück. Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beeinflusst mein Leben, beeinflusst das Leben von Millionen von Menschen in dieser Bundesrepublik. Da wird so ein bisschen Druck ausgeübt, wie wenn der Bankräuber in eine Bank geht und sagt, ich schieße nicht, aber ich drohe anzuschießen. So ähnlich war es ja in diesen ganzen Corona-Jahren, als dann die Impfung auf dem Markt war, dass Menschen gezwungen worden sind, durch Erzählung sich impfen zu lassen und durch Engmachen der Räume, 2G oder Ähnliches. Wer am Anfang der Corona-Krise die Befürchtung äußerte, dass irgendwann über eine allgemeine Impfpflicht gesprochen werden könnte, wurde kurzum für verrückt oder für paranoid erklärt.
Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Es wird keine Impfpflicht geben, hieß es. Irgendwann galt es dann sogar als krude Verschwörungstheorie und als Fake News, das Gegenteil zu behaupten. Plötzlich war eine allgemeine Impfpflicht dann aber doch im Gespräch. So manches wird unbequem für Sie werden, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Der Weg aus der Pandemie heraus, der Weg aus dem heraus, was wir jedes Mal haben, ist die allgemeine Impfpflicht. Die Impfpflicht als ultimatives Mittel, sie wird kommen. Das hat die neue Regierung angekündigt. Und wir reden hier nicht über einen Impfzwang, sondern eine Impfpflicht. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Die allgemeine Impfpflicht hat damit eine positive Freiheitsbilanz. Die allgemeine Impfpflicht schützt unsere Freiheit. Nicht die Impfpflicht ist die Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung. Die Zumutung für die solidarische Mehrheit. Listen to me, injection of love. I need it. Bei der Abstimmung im Bundestag fällt auf, dass insbesondere SPD und Grüne mit insgesamt 281 von 296 Ja-Stimmen für eine allgemeine Impfpflicht waren. CDU, CSU, FDP, AfD und Linke kommen insgesamt nur auf 15 Ja-Stimmen. Zwar hat es am Ende keine allgemeine Impfpflicht gegeben, in einzelnen Sektoren wurde sie jedoch schon kurz vorher eingeführt. In Pflegeberufen zum Beispiel gab es eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ab dem 16. März 2022. Bei der Deutschen Bundeswehr galt diese sogar schon ab dem 24. November 2021. Lörrach in der Nähe von Ulm. Hier wohnt Erik seit 12 Jahren Soldat bei der Bundeswehr. 6 Jahre davon war er Teil einer spezialisierten Einheit mit 2 Einsätzen in Afghanistan. Ursprünglich kommt Erik aus dem Leistungssport. Es ist ihm wichtig, körperlich fit und gesund zu sein. Als die Corona-Impfung auf die Liste der duldungspflichtigen Impfungen kommt, entscheidet Erik sich dagegen, diesem Befehl Folge zu leisten und muss seitdem mit harten Sanktionen leben. Er bekommt nur noch 50% seines Gehalts, darf seine Uniform nicht mehr tragen und die militärischen Liegenschaften nur noch in medizinischen Notfällen betreten. Für mich ist halt der Körper mein Tempel. Es hört sich so doof an, aber es ist halt, was ich da reinpacke, das kommt halt auch wieder raus. Und wenn ich da halt irgendwas reinpacke, was tendenziell eher gefährlich ist, ja, dann habe ich vielleicht für den Rest meines Lebens was falsch gemacht. Es ist nicht so, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich will das nicht, sondern ich habe recherchiert und mich totgelesen. Ich habe Hintergründe versucht zu verfolgen. Ich habe die Herstellerseiten kontrolliert und nachgelesen. Quellenangaben mir rausgesucht. Medizinische Studien gelesen. Irgendwelche Vergleiche versucht zu ziehen. Ja, und dann kam halt diese Impfpflicht. Und bei mir war dann natürlich so eine komplette Welt, die erstmal zusammenbricht. Also natürlich, ich kenne ja Impfungen. Also bevor ich in Einsatz gehe, habe ich ja 7, 8, weiß ich nicht, wie viel Impfung bekommen. Aber auch da bitte ich darum, vielleicht das ein Stück weit zu differenzieren zwischen herkömmlicher Impfung und mRNA-Injektion. Was genau ist eigentlich eine mRNA-Injektion? Bei einer herkömmlichen Impfung werden tote Erreger oder Bestandteile eines Erregers in abgeschwächter Form in den Körper gespritzt. Bei mRNA-Injektionen hingegen, an denen schon seit ca. 30 Jahren geforscht wird und die während der Corona-Krise erstmals offiziell zum Einsatz kam, liegt der entscheidende Unterschied darin, dass nicht der Erreger injiziert wird, sondern der Körper Teile davon selbst herstellen soll. Der Bauplan für das Protein eines Erregers wird durch einen Code an die menschlichen Zellen übermittelt, sodass der Körper dieses Protein dann nachbauen kann. Das Immunsystem erkennt das nachgebaute Protein als fremd und entwickelt Antikörper und Abwehrzellen. Diese sollen das Protein des Erregers dann sowohl jetzt als auch zukünftig bekämpfen und eliminieren. Und das klingt auch erstmal super. Doch das neuartige Verfahren hat einige Schwachpunkte. Unsere Zellen besitzen nämlich eine eigene Polizei. Enzyme, die aufpassen, dass keine fremden Gene eindringen. Die Impfhersteller tricksen sie aus, indem sie die mRNA in Lipid-Nanopartikel packen, um sie unerkannt in die Zelle zu schmuggeln. Japanische Forscher haben an Mäusen und Ratten gezeigt, dass sich diese Nanopartikel im Körper verteilen und sich auch in Organen wie Leber, Milz oder den Eierstöcken ansammeln können.
Nanopartikel gelangen also in Organe, in denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und bringen mRNA dorthin, die dort auch nichts zu suchen hat. Denn sie enthält den Bauplan für Spike-Proteine. Also die Proteine, die auch Coronaviren auf ihrer Oberfläche tragen und die Entzündungen und Blutverklumpungen auslösen können. Bei einer Corona-Infektion gelangen sie meist nur in die Atemwege. Die Nanopartikel können sie hingegen auch in abgelegene Körperregionen transportieren. Und an der Stelle liegt hier wirklich der Hase im Pfeffer. Der Hase liegt genau dort im Pfeffer, wo wir nicht mit einem traditionellen Medikament behandelt haben, sondern mit einem, das noch in seiner Wirkweise unbekannt war. Das heißt, mit der Unbekanntheit, mit dem Unwissen wird in den Körper der Soldaten eingegriffen, weil nicht er für sich eine Prognoseentscheidung stellt, sondern sein Dienstherr für ihn eine Prognoseentscheidung stellt. Auch Max ist seit mittlerweile fast 8 Jahren als Soldat bei der Bundeswehr beschäftigt. Ihm wurde der Beruf quasi in die Wiege gelegt. Sein Opa, sein Vater und sein Bruder haben alle gedient. Und genau wie Erik hat auch er sich gegen die Corona-Impfung entschieden. Man hat mir den Befehl schriftlich eröffnet, mit Unterschrift, alles drum und dran. Und am Tag X musste ich mich dann eben dort einfinden. Und hätte ich es nicht gemacht, ja, hätte ich nicht Folge geleistet, also eine Befehlsverweigerung begangen. Und das ist halt der Punkt, an dem jeder Soldat dann sagt, der halt nicht weiterdenken möchte und nicht weiterdenken kann, ja, es ist ja halt ein Befehl, also mache ich das auch. Ja, aber was tut ihr eurer Gesundheit dann vielleicht an? Wisst ihr das? Könnt ihr das genau sagen? Wenn ich den Soldaten allzu sehr in seinen wesentlichen Grundrechten einschränke, dann merkt auch die Verfassung wieder auf und sagt, das geht jetzt einen Schritt zu weit. Und das ist genau der Punkt, den wir mit der Impfung erreicht haben, nach meiner festen Überzeugung. Und zwar nicht, weil es eine Impfung ist, sondern weil es eine experimentelle Impfung ist, eine, die nur bedingt zugelassen ist. Bedingte oder auch teleskopierte Zulassung bedeutet, dass das Zulassungsverfahren verkürzt wird, indem die einzelnen Phasen des Prozesses verknappt und teilweise zeitgleich durchgeführt werden. Üblicherweise dauert das Verfahren zur Entwicklung eines Impfstoffes, die einzelnen klinischen Phasen und das darauf folgende Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur 8 bis 12 Jahre, oft länger. Für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes kam ein solch langwieriger Prozess allerdings nicht in Frage. Deshalb wurde er auf 18 Monate verkürzt. Kritiker befürchten jedoch, dass gerade das auf Kosten von Sicherheit und Wirksamkeit ging. Ein teleskopiertes Medikament kann nach meiner persönlichen Werteinschätzung Menschen zur Verfügung gestellt werden, die es selber freiwillig in ihrer individuellen Risikoabwägung nehmen möchten. Wenn ich sage, ich habe ein Medikament, das kann dir helfen, muss es aber nicht und ich weiß nicht, welche Nebenwirkungen es hat, dann nenne ich das eine Lotteriearznei. Es kann gut gehen, du kannst gewinnen, aber es kann auch schlecht sein und du verlierst. Diese Lotterie zu spielen, mag die Entscheidung des Einzelnen sein. Aber jemand anderem den Befehl zu erteilen oder ihn mittelbar sanft zu zwingen, an dieser Lotterie teilzunehmen, ist für meine Begriffe unlauter. Ich habe halt dann auf eine Aufklärung bestanden, weil so ein Eingriff geht vorher immer mit einer Aufklärung einher. Und das muss jeder Arzt können nach § 630, denn ohne Aufklärung gibt es keine Impfung. So, und dann hatte ich meinen Fragenkatalog letztlich dabei. Die Fragen hat er sich angeschaut und hat gleich gesagt, erstens, er hat keine Zeit dafür, die alle zu beantworten. Für mich unlogisch. Dann möchte er sie nicht beantworten und dritter Punkt, er kann nicht die Fragen beantworten, die ich dort hatte. Das sind aber Fragen, die laut meines Anwaltes jeder Arzt drauf haben müsste. So, aber wenn halt die Studien zu den Wirkstoffen nicht abgeschlossen sind, kann man halt Fragen nicht beantworten. Wie haben Sie sich denn gefühlt als ungeimpfte Person in den letzten 3 Jahren? Wie wurde da so mit den Menschen umgegangen, die das nicht gemacht haben? Ja, eben alles unter, also das war eben schrecklich, ne? Also ich fand das sehr diskriminierend und auch von der Politik, dass da einfach nur nachgeplappert wurde, ne? Und also es war alles nicht mit festen Grundlagen, ne? Und sind alles nur Vermutungen, Hypothesen gewesen und da ist mir meine Gesundheit wichtiger als jetzt irgendwie, die haben gesagt und die haben gesagt. Ich bin sehr vorsichtig, das merken Sie, ne? Weil ich die letzten 3 Jahre oft das Gespräch darüber vermieden habe und versucht habe, irgendwie so da durchzurutschen.
Warum hatten Sie das Gefühl, man muss da vorsichtig sein? Um nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden. Was wären das für Schubladen gewesen? Corona-Leugner, Rechte, alles solche Dinge. Man hat ja auch wirklich gesehen, wie Menschen sich teilweise auch voneinander entfernt haben, dass teilweise Familien untereinander nicht mehr miteinander reden konnten, weil wer nicht geimpft war, war ja quasi schuldig, ja, oder schuld daran, dass irgendwelche Infektionszahlen steigen. Ja, nicht ganz so angenehm, ne? Muss man ganz klar sagen. Ist natürlich schwierig, ne, wenn du in der Gesellschaft das so mitbekommst, dass die Debatte so aufgeheizt ist. Auch vor allem, wenn du vielleicht ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund hast, hättest du dir vielleicht doch eine etwas differenzierte Debatte gewünscht. Ne? Das ist einfach das Thema. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ne? Und dann fühlst du dich natürlich schon manchmal so ein bisschen in die Ecke gedrängt und so die ein oder anderen Kommentare wie, weiß ich nicht, Tyrannen oder Sozialschädling, das ist dann schon ein bisschen hart, ne? Was man dann so zu hören bekommt. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen. Ich wurde immer so erzogen, wie hier in Deutschland muss keiner irgendwas machen, was er nicht will. Ja? Also das wäre ja so, wenn ich jetzt sagen würde, wir müssen sie jetzt tätowieren heute, ja? Weil ohne dieses Tattoo kennen wir ihre Identität nicht. So, da vorne ist ein Tattoo-Zentrum, gehen Sie doch mal bitte hin. Ich fand das alles auch ein bisschen lächerlich, dass ich in meine Kneipe... dass ich da irgendwie mein Handy zeigen musste, um Bier zu trinken. Also ich fand das schon, es war so ein bisschen Real-Life-Satire alles. Ja. Es war schon, also ich habe das mit Humor genommen. Eine durchgemachte Infektion birgt nicht nur für alle Altersgruppen hohe Risiken, sie schützt auch nicht so effektiv vor weiteren Infektionen wie eine Impfung. Wenn ich über eine Straße gehe, wissen, dass ich alle halbwegs an die Verkehrsordnung halte. Ich möchte auch wissen, dass jemand, der ein Auto fährt und damit auch eine Gefahr für andere darstellt, wie ein Ungeimpfter auch für andere eine Gefahr stellte, dass er einen Führerschein hat. Also ich finde das zumutbar und ich finde es auch eine Körperverletzung, andere Menschen mit seinen ungeschützten Aerosolen zu belästigen. 2G für Erwachsene überall dort, wo es rechtlich möglich ist. Zum Beispiel auch, wenn Erwachsene ins Restaurant oder ins Lokal gehen. Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Um zu verhindern, dass wir unkontrolliert von Welle zu Welle rutschen. Stimmen Sie für einen Antrag, der die Herdenimmunität in Deutschland hochhält, sodass wir wieder das Virus besiegen können. Herdenimmunität, Freiheit, ein Ende der Pandemie. All das glaubt man in den Corona-Jahren durch Impfungen zu erreichen. Für ein mögliches Scheitern hat man bereits einen Sündenbock. Die unsolidarischen Ungeimpften, die das gemeinsame Ziel sabotieren. Dabei ist die Vorstellung, dass Covid-Impfungen dauerhaft vor Übertragung schützen, von Anfang an eine Wunschvorstellung, für die es nie Anhaltspunkte gab. Bereits Ende 2020 warnte der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Wir wissen relativ sicher, dass eine sogenannte sterile Immunität, das heißt, dass diejenigen, die sich impfen lassen, dann die Infektion nicht mehr weitergeben, wahrscheinlich im Augenblick gar nicht erreichbar ist. Eine Impfpflicht vor dem Hintergrund dieser noch sehr vagen Daten für uns, die wir noch nicht mal in einer wissenschaftlichen Publikation überprüfen können, ist in keiner Weise akzeptabel. Die Impfstoffe produzieren im Blut Antikörper gegen das Virus. Aber wenn man sich ansteckt, bekommt man es zum Beispiel in der Nase. Die Schleimhautantikörper unterscheiden sich von denen, die man im Blut hat. Und der Impfstoff regt die Produktion der Schleimhautantikörper nicht an. Es ist also möglich, dass man geimpft ist und trotzdem Viren in der Nase hat, mit denen man andere Menschen anstecken kann. Eine Impfung zu empfehlen, die nicht vor Infektionen schützt und die dann auch erkennbar die Infektiosität des Menschen für andere nicht ausschaltet, in dem Moment, wo man das weiß, scheidet nach meinem Wertekanon aus, jemanden zu verpflichten oder gar zu zwingen, sich mit dieser Impfarznei behandeln zu lassen. Weil dann der Sinn, der Zweck, der
positiv angezielte Nutzen nicht mehr erreicht werden kann. In den Zulassungsstudien wurde ein möglicher Fremdschutz der Impfungen nicht untersucht. Spätestens im Juli 2021 zeigt die Wirklichkeit dann eindrücklich, dass Geimpfte das Virus sehr wohl weitergeben können. In mehreren Ländern nämlich, die besonders viel geimpft haben, schießen die Inzidenzen in die Höhe. Gleichzeitig bleiben sie in vielen Ländern mit niedrigsten Impfquoten auf niedrigem Niveau und steigen erst im Herbst zur Saison wieder an. Diese Dynamik ist eine Momentaufnahme und kein Beweis dafür, dass Geimpfte das Virus besonders stark verbreiten. Aber sie ist der Gegenbeweis zu der Annahme, dass Impfungen Wellen senken, eindämmen oder sogar brechen könnten. Wären diese Daten in Massenmedien thematisiert worden, hätte das den Tabubruch verhindern können. Das passierte aber nicht und so wurden Ungeimpfte nur wenig später aus vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Befeuert von einer gigantischen Marketingkampagne. Wir haben mit Anwalt Markus Pretzel darüber gesprochen. Die Bevölkerung ist beschallt worden mit Werbung, zumeist von der Bundesregierung, dafür, sich impfen zu lassen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Das ist aber nicht nur die Bundesregierung gewesen, die das getan hat, sondern Herr Şahin als Person ist der Einzige gewesen, jedenfalls der Einzige, der mir bekannt ist, von den Impfherstellern, der selbst solche werblichen Aussagen getätigt hat, und zwar konkret 92% Schutz liefert diese Impfung. Das ist die Aussage von Herrn Şahin gewesen und die ist unzutreffend. Pretzel geht nun juristisch gegen BioNTech-Chef Şahin vor, hat Klage beim Amtsgericht Wiesbaden eingereicht. Mir geht es tatsächlich um die Frage, ist es zulässig, dass jemand, der Impfstoffe verkauft, und da sprechen wir von Herrn Şahin nicht als Wissenschaftler, sondern als Unternehmer, ist es zulässig, dass ein Unternehmer mit solchen nicht zutreffenden Aussagen sein Produkt verkauft? Und da habe ich ein ganz gewaltiges Störgefühl. Ich habe nichts dagegen, dass sich jemand mit dem Impfstoff von Herrn Şahin impfen lässt. Das ist jedermanns freie Entscheidung. Aber das bitte auf der Grundlage von korrekten Fakten und nicht von irgendwelchen Wunschzahlen, die dann über die Medien an die Öffentlichkeit geblasen werden. Pretzels Frau, die ehemalige AfD-Politikerin Frauke Petri, unterstützt ihn bei der Klage. Bei Corona haben wir erlebt, dass Politik in hohem Maße, aber jetzt im Fall von Herrn Şahin und BioNTech eben auch ein Hersteller eines Impfstoffs, für mein Empfinden unlautere Werbung benutzt hat, um Bürger dazu zu bringen, eine medizinische Maßnahme durchführen zu lassen, in dem Fall die Impfung. Und Politiker haben das aufgegriffen. Und das halte ich für grundsätzlich gefährlich deshalb, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch unabhängig von der politischen Einstellung immer selbst eine Entscheidung treffen muss, welche gesundheitliche, welche medizinische Maßnahme er ergreift. Es gibt Strafvorschriften im Heilmittelwerberecht. Man soll nicht anpreisen, Medikamente und sie verkaufen wollen wie Bonbons oder irgendein anderes normales Produkt, das eben keinen Arzneimittelcharakter hat, keinen Heilmittelcharakter hat. Und gegen diese ganzen Dogmen des Heilmittelwerberechts ist permanent verstoßen worden, indem gesagt wird, es ist nur ein Pieks. Die ganzen Promi-Werbekampagnen, die gelaufen sind, es ist nur ein Pieks mit dem Pflaster auf dem Arm, sind für meine Begriffe hoch irritierend gewesen. Hello again. Ich komme wegen meiner zweiten Impfung. Carpendale. Hello again. Das habe ich noch nie gehört. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. The most important experience of the pandemic for me is death. It causes death. Get vaccinated. The advice I can give to everyone in America and to the world and to Germany is get vaccinated. More people should have courage to take this injection. Nicht nur Fachfremde werben für die Impfung. Charité-Mediziner und Regierungsberater Leif Erik Sander lobt regelmäßig das sehr gute Sicherheitsprofil der zugelassenen Impfstoffe und behauptet, bei Kindern gäbe es keine relevanten Nebenwirkungen. Gleichzeitig leitet Sander über mehrere Monate hinweg ein Online-Seminar zu Corona-Impfstoffen von Pfizer.
Ein klarer Interessenskonflikt, den er weder in seinen Publikationen erwähnt, noch bei seiner Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Obwohl Pfizer angibt, den Vortrag vergütet zu haben, schreibt Sander auf Twitter, er habe nie Geld erhalten. Wenn Sie mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten und Geld oder andere Vorteile erhalten oder ein großes Risiko besteht, dass Sie diese geheim erhalten, dann sollten Sie niemals als Berater für die Regierung arbeiten. Das ist sehr einfach. BioNTech erhält hunderte Millionen Euro Steuergelder und streicht gleichzeitig Milliardengewinne ein. Im Laufe der Impfkampagne wird der Preis auch noch erhöht. Von 15,50 Euro auf durchschnittlich 23,20 Euro. Das sind ganze 50%. Denn er ist ein Gigant und dennoch so sympathisch bescheiden, dass man ihn einfach mögen muss. Shahin, das merkt man, geht es nicht um das Geld, das BioNTech jetzt verdient, sondern um die Hilfe für die ganze Welt. Wenn er spricht, dann vor allem über seine Kollegen im Labor, die Tag und Nacht an der Impfsensation gearbeitet haben. Und auch jetzt hört er nicht auf, denn Shahin will so viele Impfdosen wie nur möglich produzieren. Zu welchen fatalen Fehleinschätzungen Angst und Panik führen können, zeigen die gigantischen Mengen an Impfstoff, die sich die EU gesichert hat. 4,6 Milliarden Impfdosen im Wert von 71 Milliarden Euro hat die EU-Kommission bestellt. Die Hälfte davon verbindlich, die andere Hälfte über Optionen. Das sind 10 Impfdosen pro Person, von Säugling bis Greis. Verimpft wurde aber nur eine knappe Milliarde, der Rest muss entsorgt werden. EU-Kommissionschefin von der Leyen versucht jetzt, zumindest noch aus einem Teil der Verträge mit Pfizer wieder rauszukommen. Einen fairen Ausstiegsdeal hat das Pharmaunternehmen allerdings nicht angeboten. Dazu der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn. Wenn deren Berichte zutreffen, dann schlägt die Kommission vor, die Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro durch eine Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro zu ersetzen. Zu dem Deal mit Pfizer kam es im Mai 2021. Unter anderem über SMS-Nachrichten handelte von der Leyen einen Vertrag über bis zu 1,8 Milliarden zusätzliche Impfdosen zu den bereits bestellten aus und machte Pfizer damit entgegen EU-Wettbewerbsrecht zum alleinigen Marktführer. Weil von der Leyen die Verträge geheim hält, ermittelt jetzt die EU-Staatsanwaltschaft. Ein Vertragsdetail, das bekannt ist, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten Entschädigungszahlungen für mögliche Impfschäden übernehmen müssen. Es ist wirklich ein Riesenskandal. Ein Unternehmen macht Milliardengewinne, wickelt diese über Steueroasen mit niedrigsten Zinssätzen ab und die Haftung für das Produkt übernehmen dann wir, die Steuerzahler. Wir treffen Bianca Spielmann in Duisburg. Die 45-Jährige arbeitete früher ehrenamtlich beim Katastrophenschutz. Als eine der ersten bekommt sie deshalb eine Impfung. Mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Der ganze Impfprozess war akkord. Da gab es keine Ruhephasen oder Bedenkphasen hinterher. Die 15 Minuten, die man warten musste, ob man eben mit Schock reagiert auf den Impfstoff oder nicht. Haben Sie mit dem Arzt gesprochen? Es gab die Impfärztin, die allerdings sich nur angeguckt hat, habe ich den Bogen unterschrieben, den Aufklärungsbogen oder nicht, hat ihre Unterschrift darunter gesetzt, hat noch mal kurz nach Allergien gefragt, die ich aufgeführt hatte, wie Heuschnupfen. Und das war's. Okay. Dann war der Pieks schneller drin, als man gucken konnte. Für einige mit verheerenden Folgen. Zahlreiche Menschen erleiden Sinusvenenthrombosen, nachdem sie den Vektorimpfstoff bekommen. So auch Bianca Spielmann. Sie sind mittags geimpft worden, ich nachmittags? Ich bin mittags geimpft worden. Und dann gab es tatsächlich, ich meine, es wäre so gegen 15, 15.30 Uhr, das erste Mal kam es über die Medien, dass das Impfen mit AstraZeneca von der Bundesregierung ausgesetzt wurde. Mhm. Aufgrund der gehäuften Sinusvenenthrombosen. Was haben Sie da gedacht in dem Moment, als Sie das mitbekommen haben? Eigentlich in dem Augenblick noch gar nichts. man hat vielleicht im Hinterkopf gehabt, okay, wärst du heute Nachmittag dran gewesen nach dieser Meldung, dann hättest du BioNTech bekommen. Weil man hat die Termine ja nicht abgesagt, sondern eben einfach einen anderen Impfstoff genommen. Ja. Der beliebtere damals, gar keine Frage. Ja, aber das ist dieses Schicksalsspiel, ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Im Nachhinein denkt man sich, warum, warum? 2 Wochen nach ihrer Impfung wacht Bianca Spielmann mit einem tauben Arm auf. Ihr Mann ruft einen Krankenwagen, in dem sie einen epileptischen Anfall erleidet. Im Uniklinikum Essen dann die Diagnose.
Die Frau Spielmann, die hatte eine dieser Hirnvenenthrombosen, leider eine schwere Hirnvenenthrombose. Diese Hirnvenenthrombosen, die sind vor allem durch die Vektor-Corona-Impfstoffe entstanden. Das heißt, der Körper hat aufgrund der Impfung bestimmte Antikörper gebildet. Und diese Antikörper, die haben sich an die Blutplättchen dran geheftet und haben die verklumpt. Die Blutgerinnung war gesteigert und dadurch wurden die Hirnvenen im Gehirn verstopft, also eine Sonderform des Schlaganfalls. Und dadurch hatte Frau Spielmann leider eine schwerste Lähmung, eine Sprachstörung. Sie hat auch eine Hirnblutung dann entwickelt und hatte schwere neurologische Ausfälle dadurch, sodass sie auf der Intensivstation behandelt werden musste. Bianca Spielmann wird sofort in ein künstliches Koma versetzt, aus dem sie erst 2,5 Tage später wieder aufwacht. Als ich wach wurde, wusste, ich hatte mit meiner Vermutung, dass es von der Impfung kommen kann, recht. Weil ich rings um mich rum zwar noch nicht viel wahrnehmen konnte, aber ich wusste, ich bin auf der Intensivstation. Das hätte ganz anders ausgehen können, auch weil die Ärzte das einem ganz klar gesagt haben im Nachhinein. Sie haben ganz klar gesagt, Frau Spielmann, wir haben, als Sie hier ankamen im Koma, nicht damit gerechnet, dass Sie überleben. Erst nach mehreren Wochen in der Reha lernt Bianca Spielmann wieder zu laufen und ihren linken Arm zu benutzen. Der rechte ist auch 2 Jahre später noch beeinträchtigt. Bis heute ist Bianca Spielmann zu 80% schwerbehindert. Wie ist das, wenn wir uns die Hände geben? Das haben wir ja vorhin gemacht. Sollen wir nochmal? Ja, es geht. Spüren Sie das? Ich spüre es. Es ist ein bisschen dumpfer. Und ich habe halt immer das Problem, ich muss gucken und sehen, was die Hand macht, sonst kann ich das nicht wahrnehmen. Und steuern auch nicht? Nein, genau. Okay. 2 Jahre ist es nun her, dass Bianca Spielmann einen Antrag auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz gestellt hat. Bis heute hat sie keinen Cent gesehen. Und wenn ihr Impfgegner seid, dann ist das euer gutes Recht, aber haltet bitte einfach die Fresse. Und lasst euch impfen. Trotzdem. Ich verstehe das, aber sei nicht so militant. So. Ich glaube, die Kamera ist leider aus. Ja, ist mir scheißegal. So. Mir geht das auf den Sack. In 5 Jahren sind wir alle tot und impotent. Ja, gut, ich bin 55. Wir treffen eine weitere impfgeschädigte junge Frau im badischen Sigmaring. Die 24-jährige Hanna liebt Sport. Das Laufen diente für sie immer als Ventil. Obwohl Hanna bereits eine Corona-Infektion mit mildem Verlauf durchgemacht hat, lässt sie sich impfen. Seitdem ist sie kaum noch leistungsfähig. Wieso hat eine junge, sportliche Frau wie du, die ja nun schon die Infektion durchgemacht hat, sich dann am Ende trotzdem noch impfen lassen? Ich habe blind vertraut. Ich war naiv, ich war wirklich naiv. Ich dachte, ich bin gegen alles Herkömmliche geimpft. Die klassischen Impfungen, Mumps, Masern, Röteln, Tetanus, habe das immer vertragen. Ich hätte massive Probleme bekommen im Betrieb. Wahrscheinlich wäre ich immer der Buhmann gewesen, weil ich die Einzige dann wäre, wo sich nicht hat impfen lassen. Schon die erste Impfung mit BioNTech verträgt Hanna nicht gut. Sie bekommt gesundheitliche Probleme. Ihre Bedenken werden jedoch von ihrem Hausarzt übergangen. Also willigt sie ein, sich auch ein zweites Mal impfen zu lassen. Und ich sagte noch zu ihm, Sie, Herr Doktor, ich habe seit meiner ersten Impfung 2 dicke Knie und ich nehme Diclofenac. Ich weiß nicht, ist es so eine gute Idee, mich jetzt zu impfen? Das macht überhaupt nichts, hat er gesagt und hat mir die Spritze gleich reingedrückt. Weil der Hausarzt ihre Bedenken ignoriert, schreibt Hanna eine Beschwerde an die Bundesärztekammer, woraufhin der Mediziner Widerspruch einlegt. Er behauptet, Hanna habe sich vor der zweiten Impfung nicht zu ihrem aktuellen Befinden geäußert. 3 Tage später ging es mir so, so schlecht. Also die Schmerzen in den Knien, die sind halt geblieben. Zusätzlich kam ein Fatigue-Zustand, wie ich es noch nie in meinem Leben bei der stärksten Grippe gespürt habe. Ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich hatte Gliederschmerzen, solche Gliederschmerzen. Mir tat alles weh. Ich konnte nicht mal mehr meinen Arm so hochheben. So Schmerzen hatte ich schon. Hanna geht es gesundheitlich immer schlechter. Sie bekommt starke rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen. Sie ist geplagt von Erschöpfungszuständen. Schnell wird es so schlimm, dass sie ihren Bürojob als Auszubildende nicht mehr ausüben kann. Ihr Problem hat erst jetzt einen anerkannten Namen. Post-Vac-Syndrom. Mein Hausarzt und die anderen Ärzte, die wollten mich immer untersuchen, aber sobald ich das Wort Impfung in den Mund genommen habe, davon kommt's nicht. Und irgendwann hat er zu mir wortwörtlich gesagt, Frau Stoll,
Wissen Sie, ich sehe es jetzt nicht mehr ein, Sie krank zu schreiben. Sie müssen lernen, mit Schmerzen zu arbeiten. Wir haben uns auf den Weg nach Potsdam gemacht, um mit Ahmed El-Hafed zu diesem Thema zu sprechen. Er ist Psycho- und Traumatherapeut und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit den Schattenseiten der modernen Gesellschaft. Seiner Auffassung nach konnten sich diese im Rahmen der Corona-Krise in außergewöhnlichem Maße entfalten. Ich habe, wie viele andere Menschen, mit einer immer größer werdenden Spannung beobachtet, was vor sich geht. Dann kam dieses Infektionsschutzgesetz und das war dann eigentlich so der Startschuss, wo ich dachte, okay, jetzt wird es richtig gefährlich. Ja, weil wenn jetzt der Staat entscheiden kann und schalten und walten kann, wie er will, nach Belieben, auf der Grundlage dieser vermeintlichen Gefahr, dann sind wir hier nicht mehr sicher. Was ist eigentlich das Infektionsschutzgesetz? In Deutschland ist das Seuchenrecht seit 1999 im Infektionsschutzgesetz geregelt. Und in Paragraphen 28 dieses Gesetzes sind seit ehedem Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung verankert. Zu Anfang der Corona-Krise beschlossen Bund und Länder weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Laut Paragraph 28 dürfen in Ausnahmesituationen notwendige Maßnahmen erlassen werden. Diese Ausnahmesituation sahen mehrere Gerichte irgendwann aber nicht mehr gegeben. Um eine rechtliche Grundlage für diese und weitere Maßnahmen zu schaffen, ergänzte die Bundesregierung also einen Paragraphen 28a mit dem Titel Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 bei epidemischer Lage von nationaler Tragweite. Dieser umfasste dann Maßnahmen wie beispielsweise Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Einzel- und Großhandel und bildete die rechtliche Grundlage für Verordnungen wie beispielsweise 3 oder 2G. Wir stellen die Rechtsgrundlage in Deutschland auf einen neuen festen Grund. Das Infektionsschutzgesetz, das morgen im Bundestag verabschiedet wird und dann hoffentlich am Freitag die Länderkammer passieren wird, gibt mehr Möglichkeiten, als davor je da waren. Und die müssen dann flächendeckend umgesetzt werden. Noch einmal, die wichtigsten sind flächendeckend 2G-Maßnahmen, 3G am Arbeitsplatz und dann impfen, bis die Nadel glüht. Hanna erlebt, was Millionen Impfgeschädigte erleben. Ihr Hausarzt weigert sich, ihre Symptome dem Paul-Ehrlich-Institut als Verdacht auf Impfnebenwirkung zu melden. Deshalb wechselt sie zu einer anderen Ärztin, die endlich aktiv wird und ihren Fall im Oktober 2022 ans PEI meldet. Warum Ärzte bis heute sich schwer tun, Impfschäden als solche zu diagnostizieren? Weil es politisiert ist. Wenn ich als Arzt so und so viele Menschen geimpft habe und ich bin überzeugt gewesen bis zu diesem Tage, dass das richtig war und ich habe mich auf so und so viele seriöse Quellen berufen, dann braucht es ein großes Stück Persönlichkeit und Reife, um dann diesen Fehler mir und dann auch noch anderen einzugestehen, dass das eigentlich falsch war. In meiner Beobachtung würden Ärzte prinzipiell schon was sagen, auch mit einem Aufwand, wenn sie etwas beobachten. Aber das gegenläufige Prinzip ist noch immer, dass man sich nicht traut, etwas zu sagen, weil man sofort in die Ecke gestellt wird eines Menschen, der irgendein großes Narrativ anzweifelt. Man wollte mir eigentlich eine psychosomatische Krankheit einfach unterjubeln, dass ich nicht belastbar bin oder weiß was ich. Man hat mich richtig tyrannisiert. Es gibt viele Gründe im Moment, warum viele Impfschäden als psychogen, wie wir das fachlich sagen, bezeichnet werden. Viele Kollegen, gerade aus der Schulmedizin, würde ich jetzt sagen, dass sie konditioniert sind, dass sie, wenn sie ein bestimmtes Krankheitsbild vorfinden, wofür sie keine organischen Befunde haben, dass sie das dann in die psychische Ecke schieben. Allerdings könnte man von denen rein intuitiv erwarten, dass sie irgendwann an den Punkt kommt zu sagen, naja, wir haben hier viele Krankheitsbilder, die korrelieren auch zeitlich mit einem Zeitpunkt einer Impfung, beziehungsweise eine Symptomatik ist deutlich, dass sie ab dem Zeitpunkt einer ersten, zweiten oder dritten Impfung begonnen hat. Die haben mir einfach nicht geglaubt. Es kann alles Mögliche sein, aber die Impfung, nein, das gibt es nicht, weil die ist ja nebenwirkungsfrei. Und uns hat sie nichts gemacht. Hanna hat sich impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Denn genau damit haben Medien und Politik schließlich für die Impfung geworben. Schütze Oma und Opa, schütze deine Mitmenschen. Wir haben uns in einigen deutschen Städten umgehört.
Wieso haben sich andere Menschen impfen lassen? Und wie denken Sie darüber, dass nun doch immer mehr Fälle von Impfschäden bekannt werden? Was sind denn eure Argumente quasi, um sich impfen zu lassen? Oder warum habt ihr es getan in erster Linie? Ich fange mit dir jetzt mal an. Kostet nichts. Ich habe keine Nebenwirkungen gehabt. Deswegen, ja, kann machen. Ich habe in einer Stadt gelebt, wo, also Wismar, das leben sehr viele alte Menschen und so. So, auch wegen meiner Eltern, die waren da super, wie heißt das? Oh mein Gott, wir müssen uns impfen lassen, die Welt geht unter. Konkrete Gründe hatte ich eigentlich nicht, eigentlich nur wegen Familie, Freunde. Deshalb bin ich einfach zu der Impfung gegangen, habe mich dann dreimal impfen lassen, also zweimal impfen und dann boostern lassen. Wegen der Arbeit damals, weil ich im Lebensmittelhandel gearbeitet habe, da war es schon Zwang praktisch, dass man sich dafür impfen musste. Was wäre passiert, wenn du dich nicht hättest impfen lassen? Wahrscheinlich die Freistellung. Dann hätte ich keinen Job mehr gehabt in dem Moment. Weil ich es für richtig gehalten habe. Außerdem wollte ich reisen und ich bin den wissenschaftlichen Empfehlungen gefolgt. Ich kenne auch Leute mit Nebenwirkungen, aber ich meine, das ist eben Pech. Das geht auch bei einer Tetanusimpfung, dass man Nebenwirkungen hat oder Grippeschutzimpfung, wenn jemand empfindlich ist. Ist gut möglich, dass es Nebenwirkungen gibt. Das Risiko besteht ja auch bei anderen Impfungen. Man sollte das nicht größer machen, als es ist. Ich hatte Gott sei Dank keine Nebenwirkungen bei der Impfung, also warum nicht? Ich würde mir von unseren Politikern wünschen, dass sie endlich zu ihren Fehlern stehen, dass sie endlich uns Forschungsgelder genehmigen. Und zwar nicht nur so ein paar Euro, sondern Summen, wo man wirklich eine gute Forschung anstellen kann. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet sich selbst, gefährdet Kinder und alle seine Mitmenschen, die sich aufgrund von Vorerkrankungen nicht impfen lassen können. Und trotzdem wünschen wir, dass alle, die bisher skeptisch waren, sich überzeugen lassen von uns, die sich impfen lassen haben. Es ist bei uns gut ausgegangen. Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen und jetzt macht es, es ist zu eurem Besten und zum Besten eurer Liebsten. Wo meine Hauptbeschwerden losgingen, das war ja unmittelbar nach der Impfung, wo viele dann irgendwann sich haben boostern lassen, etc. Da habe ich so viele Medien angeschrieben. Das haben übrigens einige oder viele aus meinem Forum auch gemacht. Wir haben nie eine Antwort behalten. Nie. Und jetzt drehen die Öffentlich-Rechtlichen den Spieß so um, als ob sie diejenigen wären, wo schon immer das kritisch gesehen hätten. Und es gibt ja bei allem Nebenwirkungen. Diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Wenn man mit diesen Menschen redet, hört man genau das Gegenteil. Ein Jahr kämpfen, immer wieder abgewiesen werden, viele Stellen, die einem keinen Glauben schenken, manchmal sogar überhaupt nicht mal eine Antwort bekommen. Und dann Spießrutenlauf bis zur Anerkennung als Impfschaden und am Ende eine kleine Summe. Das kann es doch nicht sein, was der Staat aktuell diesen Menschen bietet, oder? Während der Corona-Krise geben die Medien in Sachen Tonalität den Takt vor und formen so die öffentliche Wahrnehmung. Der Tonus war klar. Die Impfung ist richtig, sich gegen die Impfung positionieren ist falsch. Jegliche Zweifel sind unbegründet und Kritik ist überzogen. Doch auch hier beobachten wir, dass der Wind sich dreht. Ein Beispiel dafür ist das Magazin Der Spiegel. Noch im Dezember 2020 schrieb Nikolaus Blome hier in seiner Kolumne, Zitat: Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Im März 2023 schreibt nun Alexander Neubacher in einer Kolumne ebenfalls für den Spiegel, Zitat:
Im Nachhinein ist es erschreckend, wie leicht die Freiheitsrechte suspendiert wurden. Außerdem schreibt er, inzwischen wissen wir, dass einige Corona-Maßnahmen fragwürdig, unsinnig, auch rechtswidrig waren. Den Medien, die ja Panik und Angst gemacht haben und die Bilder von Bergamo, wo man damals gesehen hat. Man dachte ja wirklich, wenn man das Virus bekommt, dann muss man sterben. Und die haben sehr viel Panik gemacht und die sind an sehr, sehr vielen schuld. Ja, die Bilder aus Bergamo waren in aller Munde und suggerierten, dass eine große Katastrophe gerade stattfindet und dass eine große Gefahr in Europa angekommen ist. Und nach genauer Betrachtung ist es aber so, dass in Bergamo eine regionale Problematik stattgefunden hatte und vor allem bei sachlicher Benennung des Vorfalls ist es so, dass es 13 LKWs gab, die ungefähr 60 Särge aus der Stadt abtransportiert hatten. Nur die Menschen, die diese Bilder gleichgeschaltet in allen Medien, in allen großen Medien gesehen hatten, kriegten das Gefühl, dass da eine massive Katastrophe in Bergamo sich ereignete und dass Hunderte, Tausende Menschen gerade sterben und die lokalen Unterstützungen nicht mehr ausreichten. Worüber also so gut wie gar nicht berichtet wird, ist die Tatsache, dass die Bergamo-Affäre vor allem aufgrund von regionalen Problemen passierte. Positiv getestete Personen, oft mit nur leichten Symptomen, wurden nämlich ausgerechnet da untergebracht, wo ausschließlich Hochrisikopatienten leben, also in Pflege- und Altersheimen. Der Altersdurchschnitt der in der lombardischen Stadt Verstorbenen liegt dementsprechend bei 79,5 Jahren. Horror, Angst, Schrecken. Also das war für mich ganz schlimm, die Bilder. Die sind mir auch immer noch im Kopf und ich sehe immer noch die Lastwagen mit den Särgen drauf. Also das war für mich ganz schlimm. Ja, ich habe die Bilder auch noch vor Augen und das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr beängstigend. Etwas sehr Bodenruhendes, denn man weiß ja noch nicht oder wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, wie und was und warum da was vor sich geht. Ja, das war auf jeden Fall gruselig. Ja, also die ganzen Särge da zu sehen und die ganzen Toten war auf jeden Fall erstmal ein Schock. Na ja, Panik hat man erstmal gekriegt, um Gottes Willen, wenn das jetzt zu uns kommt. Ne? Ich glaube, die wichtige Botschaft ist, dass Millionen von Menschen, Milliarden bereits geimpft wurden und wir keine spätfolgende Impfung beobachtet haben. Dass weder eine mögliche Zellschädigung noch krebserregendes Potenzial der Impfungen überhaupt untersucht wurden, verrät die Produktbeschreibung der EMA zum BioNTech-Impfstoff Comirnaty. Dort steht: Es wird nicht erwartet, dass die Bestandteile des Impfstoffs, Lipide und mRNA, ein genotoxisches Potenzial haben. Die fehlenden Prüfungen hielten medienaffine Wissenschaftler aber nicht davon ab, in reichweitenstarken Talkshows für die Sicherheit der Impfstoffe zu werben. Zum Beispiel die Virologin Melanie Brinkmann, Mitglied des Corona-Expertenrats. Das falsche Denken, und das haben die sozialen Medien irgendwie wunderbar hinbekommen, die Menschen da so zu verunsichern. Absolut. Dass man die Angst hat, der Impfstoff kann irgendwie zu diesem Kind gelangen über die Muttermilch, Tränenflüssigkeit, ich weiß nicht, wie es passieren soll. Das ist biologisch gar nicht möglich. Das hätte sie nur sagen dürfen, wenn es entsprechende Prüfungen gegeben hätte, vorklinische. Die gab es nicht und später ist belegt worden, dass genau das passiert. Das ist biologisch gar nicht möglich. Und das haben die sozialen Medien irgendwie wunderbar hinbekommen, die Menschen da so zu verunsichern. Dieses Abarbeiten dieser Prüfungen hat nach Standards zu erfolgen. Das ist wie TÜV-Prüfung. Daten zu Nebenwirkungen und Schäden findet man für Deutschland kaum. Das Paul-Ehrlich-Institut könnte sie zwar von den Krankenkassen erfragen, tut das aber nicht. Anders als Länder wie Schweden oder Dänemark, die Impfschäden systematisch erfassen. Beim Paul-Ehrlich-Institut gehen hingegen nur Verdachtsmeldungen ein, die Ärzte mit großem Aufwand übermitteln müssen. Mehr als 330.000 sind es bis Oktober 2022 gewesen. Mehr als 50.000 davon sind schwere Nebenwirkungen. Das ergibt 29 Verdachtsfälle schwerer Nebenwirkungen pro 100.000 Impfungen. Zum Vergleich, bei der Masernimpfung sind es nur 5,7 Fallmeldungen zu schweren Nebenwirkungen auf 100.000 freigegebene Impfdosen. Bei den Covid-Impfungen sind es also fünfmal so viele.
Das Impfen war für die Ärzte lukrativ. Das Melden kostet Zeit und wird nicht bezahlt. Sind Sie geimpft? Leider ja. Das ist, lässt schon mal tief blicken. Würden Sie es heute wieder tun, nach aktuellem Kenntnisstand? Wenn ich 30 oder so gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Und dann wäre es auch richtig gewesen. Aber ich glaube, meine Entscheidung war mit 61 dann doch okay. Nein. Weiß ich nicht. Am Ende hat es ja, wie man jetzt sieht, nicht wirklich viel gebracht. Ich habe mich impfen lassen, ja, aber mittlerweile bin ich nicht sehr überzeugt von dieser Aktion. Ich würde mich ja nie mehr impfen lassen. Ich denke schon. Ich würde mich jetzt kein viertes Mal impfen lassen. Das heißt also, denn ja im Klartext erstmal nein, weil selbst der Arzt mir davon abgeraten hat. Interessant. Warum das denn? Oder? Ich sag mal, soll ich noch mal? Ich wollte verreisen nach Lanzarote und hatte Angst. Und dann hat er gesagt, lass mal lieber, hast einen guten Schutz. Gut, habe ich gesagt, dann mache ich. Und außerdem habe ich so viel von Nebenwirkungen jetzt gehört. Aber deswegen ist es trotzdem richtig, dass diese Impfung raus ist. Und ja, und ich bin auch dafür, jeder hätte sie machen sollen. Wenn ich von diesen Nebenwirkungen höre, dann würde ich es tatsächlich auch dann nochmal überlegen. Also ich habe auch in der Familie auch gehabt, dass sie dann irgendwelche Probleme hatten, irgendwie irgendwas mit dem Herzen oder jetzt irgendwie Kopfschmerzen, jetzt chronische auch sogar bekommen haben. Ich sehe, dass du zögerst. Kannst du mir sagen, warum? I don't know. Es war nicht so schlimm, wie anfangs gedacht. Ich dachte, dass sehr viele Menschen sterben werden. So war es aber nicht. Sind Sie geimpft? Natürlich. Und würden Sie das nach heutigem Kenntnisstand immer noch mal machen? Wahrscheinlich nicht. Wollen Sie mir vielleicht sagen, warum Sie das heute nicht mehr machen würden? Ach, das wäre ja noch gefilmt, denn dann wissen es alle. Das finde ich jetzt... Also mir sind danach komplett die Haare ausgegangen. Ich würde nie wieder tun. Was sind das für gesundheitliche Probleme? Gehirn, immer solche Blutgründe, andauernd Herzschmerzen, immer andauernd Husten, der geht weg, nach ein paar Wochen kommt es wieder. Haben Sie das Gefühl, dass die öffentlich-rechtlichen Medien falsch berichtet haben zu dem Thema? Ja, auch. Die haben ja da Betrug gemacht. Ne? Die haben ja gedacht, dass da 95%, wie heißt das, dass das wirken würde, ja. Aber die haben die Leute noch krank gemacht, mehr auch nicht. Medien und Politik üben vor allem im Jahr 2021 massiv Druck auf junge Menschen aus. Trotzdem ist für mich jetzt schon klar, die Vorteile einer Impfung für Kinder überwiegen die Nachteile. Außerdem kann die Kinderimpfung Infektionsketten unterbrechen. Geimpfte Kinder können viele Menschen schützen. Wir wären, wenn wir das Impftempo von Juni fortsetzen würden, in 90 Tagen durch, alle bis über 12 zu impfen in Bayern. Ja, da hätten wir die Herdenimmunität erreicht. Wir sagen auch den Impfzentren, sie sollen Impfstraßen für Kinder ab 5 einrichten. Da muss man aber noch mal schauen, wann der jetzt genau zugelassen wird. Generell wäre es natürlich gut, wenn die Impfpflicht zumindest bei denen der Impfstoff schon erprobt ist, ab 12 auch stattfinden würde. Weil das würde nämlich erstens schnell gehen von der Impfung und zweitens die Schule absolut sicher machen und würde übrigens dazu führen, dass nicht nur die Klavierstunde, sondern auch der Tennisplatz für die Jugendlichen ohne Probleme schnell machbar ist. Am gleichen Tag, an dem der bayerische Ministerpräsident eine Impfpflicht ab 12 fordert, veröffentlicht die FAZ ein Interview mit dem Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Wenn Sie ein 7-8-jähriges Kind hätten, würden Sie das impfen lassen? Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen. Wenn die Krankheit für die zu Impfenden eigentlich medizinisch gesehen keine schwerwiegende Rolle spielt, dann muss man doch umso sicherer sein, dass die Impfung auch wirklich auch auf Dauer gut verträglich ist. Die wechselnden Stimmungen in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern können ja nicht das Maß für eine STIKO-Entscheidung sein. Doch der politische Druck ist zu groß. Wenige Monate später spricht Mertens STIKO eine Impfempfehlung für Kinder ab 5 Jahren aus. Während sie nur eine Dosis und eine geringere Menge an Wirkstoff erhalten, bekommen alle ab 12 die volle Erwachsenendosis, 3x30 Mikrogramm.
In der klinischen Prüfung waren auch 19-Jährige, aber die haben, da hat von denen keiner die Dosis über 10 Mikrogramm bekommen. Und das war dann, was hatte das dann für Auswirkungen? Hatten dann weniger irgendwie? Und die hatten bei den 10 Mikrogramm weniger Nebenwirkungen und auch eine ganz gute Immunantwort. Man sah aber, dass in diesen Gruppen 1, 3, 10 Mikrogramm die Immunantwort bei diesen Jüngeren genauso gut war wie bei den Älteren. Das heißt, die wussten es zu dem Zeitpunkt schon. Die wussten es, dass diese Altersabhängigkeit da ist, dass sie eventuell keinen wirklichen Nutzen haben von den 30 Mikrogramm bei jungen Menschen. Dass BioNTech selbst wusste, dass man Kinder überdosiert, gesteht Firmensprecherin Jasmina Alatovic in einem Interview mit der Welt. Zitat: Es ist richtig, bei den Jüngeren reichen 20 Mikrogramm, manchmal sogar 15 Mikrogramm aus. Eine altersangepasste Dosierung der Impfstoffe sei prinzipiell zwar eine elegante Lösung, aber nicht praktisch, wenn man so rasch wie möglich 5 Milliarden Menschen impfen muss. Heißt übersetzt, man nahm sich nicht die Zeit, die Dosis für kleine Kinderkörper anzupassen. Ich halte das für unmenschlich. Es ist eine Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. Vor allem, wenn man von Kindern verlangt, ältere Menschen zu schützen. Im Gesundheitswesen ist es nicht erlaubt, Menschen für einen Zweck zu benutzen. Man muss Menschen um ihrer selbst willen helfen. Und wenn man Kinder impft, schadet das eher, als dass es nützt. Also war das unethisch. Trotzdem wurde es in vielen Ländern gefordert. Und wenn Kinder nicht geimpft waren, durften sie nicht zur Schule gehen. Ihr Leben war ruiniert. Mit welchen Methoden Österreich seine Schulkinder zur Impfung drängte, erzählt die Schauspielerin Eva Herzig, die wir auf dem Burgberg in Graz treffen. Ihre Söhne sind 7 und 11 Jahre alt. Die Kinder wurden ja regelmäßig getestet in der Schule. Und für jeden Test haben sie dann einen Aufkleber bekommen in einem Pass. Die hatten einen Ninja-Pass. Und dieser Ninja-Pass musste voll sein mit Aufklebern, damit sie zum Beispiel auch Eislaufen gehen dürfen oder was auch immer. Geimpfte Kinder, die hatten dann goldene Aufkleber. Und die nicht geimpften hatten nur die roten Aufkleber für den Ninja-Pass. Für was haben sie das gemacht? Warum haben sie das gemacht? Für was? Es hat gar keinen Sinn gehabt. Und noch dazu, so junge Menschen unter Druck zu setzen, ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Pädagogin Nele Flüchter hat in der Corona-Zeit eine Partei gegründet, die sich vor allem für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt, die Lobbyisten für Kinder. Wir haben auch als Partei ganz viele verzweifelte Zuschriften von Müttern bekommen, deren Kinder von der Klassenfahrt ausgeschlossen wurden. Oder zum Beispiel ist es uns sogar selber passiert, dass wir uns keine weiterführende Schule für unser Kind angucken konnten, weil alle Tag der offenen Türe waren 2G. Also es ist halt nicht nur so, dass die Jugendlichen davon ausgeschlossen wurden, sondern natürlich auch Kinder von ungeimpften Eltern. Und dass man so Jugendliche in der Form von sozialer Teilhabe ausschließt, das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Vor allen Dingen nicht, nachdem schon so viel passiert ist. Auch diese Berufsschülerin aus Bayern bekommt die 2G-Ausgrenzung zu spüren. Mit dem Impfdruck, also wann das begonnen hat, war ich 16 Jahre alt, Berufsschülerin und habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich nicht impfen lassen, da ich schon 2-mal Corona selber hatte, jung bin und ich meine, dass ich sowas nicht brauche. Nicht jeder akzeptiert die Entscheidung der Schülerin, deren Namen wir nicht nennen dürfen. Sie wird sogar vor der gesamten Klasse bloßgestellt. Dass ich mal als Querdenkerin bezeichnet wurde von einem Lehrer. Die, wo sich zu dem Zeitpunkt impfen lassen haben, die mussten keinen Test mehr machen und die Ungeimpften einen Test. Und deswegen daraufhin hat er gemeint, ja, ob ich eine Querdenkerin wäre. Ich konnte es erst mal gar nicht fassen, was er überhaupt gesagt hat zu mir. Aber dass es dann auch vor der ganzen Klasse war, war einfach nicht schönes Gefühl. Arbeiten war damals erlaubt. Privat durfte man wegen der 2G-Regelung aber keinen Laden betreten. Situationen wie diese haben Millionen Ungeimpfte erlebt. Was meine Kollegen von mir gedacht haben,
Die haben auch dauernd halt drauf gedrängt, dass ich mich impfen lasse und halt dauernd gefragt, warum nicht. Und dass ich halt die ansteckende Person bin, die das dann überall rumverteilt und dass es dann von mir aus alles war, wenn die mal krank waren. Es war ja 2G-Regelung, ich bin nicht geimpft und hatte Feierabend. Bin dann raus nach Hause und dann wollte ich noch mal in meinen Laden rein und dann hatte eine Arbeitskollegin mich angesprochen und gesagt, ja, es ist 2G. Obwohl ich ja da arbeite den ganzen Tag und dann aber nicht mal mehr in denselben Laden rein darf. Dann war auch mal das mit den Kontaktpersonen, war ich ja dann größtenteils auch immer in Quarantäne, obwohl ich selber nichts hatte. Und zu der Zeit wurde mir dann auch das Geld gestrichen. Also wenn ich geimpft gewesen wäre, hätte ich mein Geld bekommen. Keine Lohnfortzahlung, wenn eine nicht geimpfte Person in Quarantäne muss, weil sie etwa Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte. Die allermeisten Menschen, die werden, wenn klar ist, dass es eine Pflicht gibt, diese Pflicht auch erfüllen. Und wenn man weiß, das kostet mich früher oder später 5.000 Euro, dann mache ich lieber die Impfung. Bayern und mehrere andere Bundesländer begründeten diese 2G-Regelung, also den Ausschluss von Ungeimpften, mit falschen Zahlen, die auf einem groben Fehler basierten. Die Inzidenz bei Ungeimpften liegt in Bayern bei 1600, bei Geimpften knapp über 100. Doch die Welt deckte auf. Als ungeimpft wurden alle eingestuft, deren Impfstatus nicht bekannt war. So waren zum Beispiel in der Woche vor dem 24. November von knapp 82.000 gemeldeten Infizierten fast 15.000 ungeimpft und knapp 10.000 geimpft. In 57.000 Fällen, das sind etwa 70%, war der Impfstatus nicht erfasst worden. All diese Fälle wurden einfach den Ungeimpften zugerechnet. Die Inzidenz unter den gesichert Ungeimpften lag damals nur bei 334. Kein großer Unterschied, wenn man bedenkt, dass sich Ungeimpfte deutlich häufiger testen lassen mussten. Doch was sagen Politiker heute zu dem Druck, den sie damals ausgeübt haben? Herr Söder, ganz kurze Frage. Janina Lionello von Warum Medien. Es geht ums Thema Impfschäden. Klaus Holitschek. Ja, aber Sie haben ja auch ziemlich Druck ausgeübt, gerade in Bayern, auf Kinder und Jugendliche. Ich bin geimpft, sehr gut sogar. Es geht ja um die Leute, die da Schäden davon getragen haben dadurch. Gibt es eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen? Laut Alena Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, ja. Niedrige, kleinere positive Anreize, kleiner Einkaufsgutschein, Donut und das kombiniert mit niedrigschwelligen Impfen. Das ist eigentlich so das, was am besten funktioniert und was auch am wenigsten umstritten ist. Frau Büchs, hi. Ja, Giovanna Winterfeld von Warum Medien. Ja, Sie haben ja Vorsitzende des Ethikrats gesagt, Impfung sei nebenwirkungsfrei. Und man müsse die Maßnahmen hocheskalieren. Was sagen Sie heute dazu? Leider kein Statement. Sie haben sich ja vor einem Jahr für eine Impfpflicht stark gemacht. Jetzt zeigt sich, dass die. Sie haben ja für die Impfpflicht gestimmt. Impfungen haben immer Nebenwirkungen. Nebenwirkungsfreie Impfstoffe gibt es nicht. Das habe ich auch nie so behauptet. Und ob es jetzt mehr Nebenwirkungen gibt im Vergleich zu, was man erwartet hat, glaube ich, das steht noch nicht so ganz fest. Denn Nebenwirkungen gibt es, die werden aufgearbeitet und müssen auch aufgearbeitet werden, ist ja keine Frage. Es geht um die Impfpflichtabstimmung vor einem Jahr. Da haben Sie ja als eine der wenigen Ihrer Fraktion mit Nein gestimmt. Ja. Warum haben Sie mit Nein gestimmt? Weil ich eine allgemeine Impfpflicht mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und es war eine freie Abstimmung, wo die Abgeordneten nach ihrem Gewissen abgestimmt haben. Warum denken Sie, haben so viele aus Ihrer Partei mit Ja gestimmt? Das ist ja My Body, My Choice ist ja doch ein sehr großer Claim der Grünen auch immer gewesen. Ja, aber es ging hier um sehr gewichtige Abwägungen zwischen Einzelinteressen und dem Schutz der Allgemeinheit. Frau Lang, eine kurze Frage. Lionello von Rome Medien. Es geht um das Thema Impfschäden. Sie haben ja für eine Impfpflicht gestimmt. Nicht, Bei Millionen von Menschen, die geimpft worden sind und wo das verhindert worden ist, dass noch viel mehr Menschen gestorben sind, dass noch viel mehr Menschen ernsthaft erkrankt sind. Es gibt welche mit Long-Covid und mit all diesen Dingen.
ist das im Verhältnis, glaube ich, nicht mehr, als was man erwarten kann bei einer Impfung. Das hilft denjenigen nicht, die davon betroffen sind. Ich sage nochmal, denen muss man helfen. Aber es macht dies nicht falsch, für das Impfen gewesen zu sein. Aber vielleicht für eine Pflicht. Man hätte ja die Menschen trotzdem retten können mit der Impfung und diejenigen, die jetzt den Schaden haben, vielleicht naja, die Debatte, dann keinen Schaden. Naja, die Debatte um die Impfpflicht war natürlich eher eine, die darum ging, zu verhindern, dass noch mehr Menschen sterben. Und sind ja schon ziemlich viele gestorben. Wir besuchen Sabrina in Gelsenkirchen. Sie ist ungeimpft und hat in den letzten Jahren sehr unter der Spaltung der Gesellschaft und der Ausgrenzung Ungeimpfter gelitten. Zusätzlich dazu verstirbt Sabrinas Vater Manfred im Oktober 2021 plötzlich und unerwartet, 2 Monate nach seiner Impfung mit BioNTech. Die Diagnose? Plötzlicher Herztod. Wir waren jeden Tag zusammen, bin alleinerziehend und war dementsprechend auch ganz viel mit meinen Eltern zusammen, eigentlich jeden Tag miteinander verbracht und auf einmal fehlt da dieser Mensch. Das war schon und ist es auch immer noch sehr, sehr hart. Mein Vater war zu Anfang eigentlich auch sehr kritisch, hatte eigentlich vor, sich nicht impfen zu lassen. Leider war der politische, mediale und schlussendlich auch soziale Druck unheimlich groß. Gerade im Freundeskreis, da ging es gar nicht mehr darum, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern die Frage war eigentlich nur, wann hast du deinen Impftermin und welchen Impfstoff bekommst du? An einem Morgen im Oktober 2021 finden Freunde der Familie Manfred tot im Vorgarten seiner Wohnung auf. Für Sabrina und ihre Mutter bricht eine Welt zusammen. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Griechenland im Urlaub. Ich hatte Elternzeit, meine Tochter war erst 1,5. Und wir wollten einfach nochmal zum Abschluss dieser Elternzeit eben eine schöne Zeit miteinander verbringen. Meine Mutter, meine Tochter und ich sind alleine in den Urlaub geflogen. Mein Vater ist zu Hause geblieben. Und ja, es war kurz vor Ende des Urlaubs, wir saßen morgens am Pool und eigentlich gab es morgens immer diese, ja, guten Morgen Nachrichten, wie geht's, gut geschlafen und so weiter. Und an diesem Morgen haben wir dann leider keine Antwort erhalten. Manfreds Tod wurde nicht offiziell mit der Impfung in Verbindung gebracht. Eine Obduktion gab es nicht. Sabrina betont jedoch, dass ihr Vater noch kurz vor der Impfung bei einer ärztlichen Voruntersuchung war, die unauffällig verlief. Mein Vater war ein gesunder, fitter Mann, der viel Sport betrieben hat, der mitten im Leben stand und ja, ohne Vorerkrankungen einfach tot umgefallen ist. Der Verlust ihres Vaters sitzt tief. Sabrina stellt sich heute die Frage, warum ihr Vater sterben musste und ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Impfung gibt. Zu Beginn der Pandemie hieß es ja irgendwie, es würde Millionen Todesfälle geben durch Corona. Die gab es nachweislich nicht, aber jetzt nach der Impfkampagne gibt es massive Übersterblichkeiten in sämtlichen Ländern, wo massiv geimpft wurde. Und das wird jetzt überhaupt nicht aufgegriffen oder thematisiert. Das wird einfach so hingenommen, sogar totgeschwiegen. Im Gespräch mit den Menschen, die wir auf der Straße trafen, stellte sich schnell raus, dass Sabrina nicht die Einzige ist, die sich mit dieser These einer Übersterblichkeit beschäftigt. Sie haben ja bestimmt auch schon von der Übersterblichkeit von in einigen Bundesländern 20-30% gehört. Und man fragt sich natürlich irgendwie dann doch, woher kommt das? Und ich finde das eine absolute Frechheit, dass solche Themen in den Medien, obwohl sie ganz klar auch empirisch und zahlenmäßig vorhanden sind, einfach nicht diskutiert werden. Wir wollten wissen, ob sich das subjektive Empfinden dieser Menschen mit den offiziellen Zahlen deckt. Also haben wir mit dem Datenanalyst Marcel Bartz gesprochen. Er hat sich in den letzten 3 Jahren intensiv mit den Sterbestatistiken in Deutschland auseinandergesetzt und die Rohdaten analysiert. Ich schaue mir ja die Rohdaten an. Die sind für jeden Jahr verfügbar beim Statistischen Bundesamt. Und ich konnte in 2020 überhaupt keine Auffälligkeit in den Daten finden. Also wir waren im normalen Auf und Ab der Sterblichkeit. Anders ist es jedoch ab 21. 21 waren wir noch mit der Sterblichkeit im Rahmen der Standardabweichung, aber spätestens seit 22 und auch jetzt in 23 bis Kalenderwoche 11 kann ich da gucken, sehen wir eine deutlich erhöhte Sterblichkeit. Könnte das mit der Impfung zu tun haben? Ich weiß es natürlich nicht, aber ich sehe, dass natürlich ab 21 wir großflächig diese Impfung hatten in Deutschland. Und zumindest sollte man das in Erwägung ziehen und das als Risikosignal ernst nehmen und hier untersuchen, woran diese erhöhte Sterblichkeit oder womit die zusammenhängen könnte.
Die niedrigsten jemals gemessenen Sterblichkeitsraten hatten wir in Deutschland ausgerechnet in den Jahren 2019 und 2020, also zu dem Zeitpunkt, als die Corona-Panik und die Forderung nach harten Maßnahmen am größten waren. Hier unterscheidet sich die öffentliche Wahrnehmung fundamental von den offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes. Im Gegensatz dazu haben wir es ab 2021 jedoch mit einer deutlich auffälligen, erhöhten Sterblichkeit zu tun. Und es sollte untersucht werden, ob das unter anderem mit der Corona-Impfung zusammenhängen könnte. Das ging ja nach dem Tod meines Vaters dann ganz extrem los mit dieser Booster-Kampagne und Lockdown für Ungeimpfte, dieses 2G. Ganz wichtiger Hinweis, die Heute-Show, da sind wir sehr stolz drauf, ist ab sofort Deutschlands erste 2G-Sendung. Kanzlerin Merkel hat im CDU-Bundesvorstand angekündigt, dass es starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben wird. Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und zwar werden die Geimpften, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben. Wir sind geboostert! Wir sind geboostert! Der Grund, warum Menschen auf die Straße gegangen sind, ist letzten Endes ein existenzieller Grund, weil es letzten Endes eine existenzielle Bedrohung gab, die vielleicht oder mit Sicherheit noch nicht so unmittelbar geworden ist und auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so unmittelbar war, aber wo man mit wenig Fantasie schon sich vorstellen konnte, wohin die Reise geht, wenn man das zulässt. Ich habe mich dann danach noch intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt als vorher und bin dann auch zu Demonstrationen gegangen. Es kam dann dazu, dass es einen WAZ-Artikel auch über eine Demonstration gab. Dort wurde ein Bild von mir verwendet, wo ich dann zu sehen war auf dieser Demo. Es gab ja zu der Zeit sehr viele Artikel über diese Demonstration und die Teilnehmer. Wir wurden ja als Nazis, Querdenker, Verschwörungstheoretiker betitelt und ich denke, das hat unheimlich viel gemacht in den Köpfen der Gesellschaft und es hat sich einfach dieses Bild abgezeichnet und dementsprechend wurde man auch behandelt. Das hat man also ganz deutlich gespürt dann. Also diese Schwachmaten, die dann auch noch demonstrieren gehen ohne Mundschutz. Die Menschen, die auf den Straßen waren, die Menschen, die systemkritisch waren von Anfang an, waren letzten Endes ein Querschnitt der Gesellschaft. Die braucht man auch also sowieso weder zu diffamieren, aber auch nicht zu idealisieren. Ja, es wurden mir Sätze entgegengebracht, wie du gehst mit Nazis spazieren. Die haben mich auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen. Und das sind Menschen, mit denen ich auch schon ewig lang befreundet bin, die mich eigentlich kennen von Kind an teilweise, die dann so ein Bild von mir hatten, nur weil das in den Medien so kreiert wurde. Querdenker, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Sozialschädling, rechtsoffen, Nazi. So wurden Maßnahmen und Impfkritiker pauschal über einen Kamm geschert. Aber was haben diese Begriffe mit Maßnahmenkritikern wie Sabrina zu tun? Gar nichts. Also es ist sowieso unglaublich, dass dieser Begriff einfach so verwendet wurde. Das ist für mich eigentlich eine Verharmlosung der wirklichen Nationalsozialisten. Damit haben wir absolut null zu tun. Man hat ja sehr diffamierend, sehr singulär, abwertend, verzerrend über die Menschen, die auf den Straßen waren, berichtet. Das hat sich sukzessive nach meiner Beobachtung dann so ein bisschen gewandelt. Irgendwann hat man gesagt, naja, da sind viele dabei, die sind zwar keine Nazis, aber die laufen mit und die haben das einfach nicht durchschaut und so weiter. Und das heißt, es wurde auf jeden Fall eine Sache nicht gemacht. Und das ist das differenziert über den Sachverhalt, über die Menschen, die auf den Straßen waren oder über die Stimmen, die sich erhoben haben, berichtet hat. Und wenn man das in Verbindung bringt mit der Tatsache, dass diese Journalisten durchaus die Kompetenz hätten, um das zu tun, muss man die Frage stellen, warum haben sie es nicht gemacht? Wir haben so einen Hass erfahren, das ist einfach unvergleichlich gewesen. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und
ja, die Zeit werde ich nie vergessen. Sei es im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, familiär, es wurde unheimlicher Druck ausgeübt und alle haben mitgemacht. Alle haben mitgemacht. Der Druck auf Ungeimpfte war überall hart. Besonders schwer wog er jedoch bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir erinnern uns an den Fall Joshua Kimmich. Der Fußballspieler geriet im Herbst 2021 in die öffentliche Kritik. Er entschied sich damals gegen die Corona-Schutzimpfung aufgrund der fehlenden Studien zu potenziellen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Es hagelte Kritik von Medizinern, der STIKO, der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Medien und Politik. Ich war 5 Jahre beim FC Bayern für die Mannschaft verantwortlich. Der hätte bei mir und auch die anderen 4, diese 5, hätten bei mir nicht gespielt, nicht einmal mit uns trainiert. Die hätte gesagt, Leute, auf ihre Schauen, da hinten, da könnt ihr einen Berg rauf und runterlaufen, aber hier nicht. Das geht nicht. Kimmich wurde unterstellt, er würde seiner Vorbildfunktion nicht gerecht werden. Ende November hieß es dann sogar, dass die Spieler, die sich nicht gegen Corona haben impfen lassen, im Falle eines Covid-bedingten Ausfalls vom FC Bayern München kein Gehalt für diesen Zeitraum bekommen würden. Ungefähr einen Monat nachdem bekannt wurde, dass Kimmich sich nicht hat impfen lassen, muss er aufgrund eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Die Infektion verläuft milde und praktisch symptomfrei. Über Social Media verkündet er, dass er nach seiner Quarantäne nicht gleich wieder voll einsatzfähig ist und erst im Januar 2022, also ungefähr 3 Wochen später, wieder an Spielen teilnehmen wird. Die Medien sehen diese 3 Wochen, in denen Kimmich nicht spielen darf, als gefundenes Fressen, um ihre Kritik an Ungeimpften zu legitimieren. Und das, obwohl Fachleute aus medizinischer Sicht Profisportlern nach einer durchgestandenen Corona-Infektion sowieso eine Pause von 2 Wochen empfehlen. Am Ende ließ Joshua Kimmich sich dann scheinbar doch impfen. Kein Wunder, in Anbetracht des Drucks und der öffentlichen Diffamierungskampagnen, die gegen ihn liefen. Übrig bleibt ein bitterer Beigeschmack, da wir mittlerweile wissen, dass er jeden Grund hatte, skeptisch zu sein. Sogar Karl Lauterbach spricht mittlerweile bekanntlich von schweren Impfschäden. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen. Eine offizielle Entschuldigung gab es laut unserer Recherche jedoch nie. Also eine Botschaft für Herrn Kimmich wäre ganz, als wäre das Angebot, dass er gern mal anrufen kann und wir können über Impfnebenwirkungen sprechen. Ich bin auch gern dabei, wenn er sich impfen lässt, wenn er eine Hand braucht, während er geimpft wird. Ich würde mich total freuen. In Graz bei Schauspielerin Eva Herzig. Bis 2020 war sie beruflich sehr erfolgreich, spielte zunächst am Wiener Burgtheater, später in zahlreichen Fernsehfilmen, bis eine fehlende Corona-Impfung ihre Karriere beendete. Auch ich habe Maske getragen, auch ich habe Tests gemacht und so weiter. Obwohl ich auch das damals schon, also die Sinnhaftigkeit dieser Tests und auch des dauernden Maskentragens und dauernden Desinfizierens sehr hinterfragt habe. Aber ich bin im Team und natürlich habe ich mich an die Vorgaben gehalten und das gemacht. Und 2021 wurde ich dann eben angerufen von der Produktion. Es gibt 2 weitere Bücher, ob ich Zeit habe, Ende August bis Anfang November wieder zu drehen. 2 Krimis. 2 Landkrimis in der Steiermark und ich habe gesagt, ja, gerne. Und dann hieß es aber von Seiten der Produktion, aber du weißt schon, alle, die in Zone 1 sind, müssen geimpft sein, weil die Filmsets wurden dann so aufgeteilt in Zonen. Und ich habe dann gesagt, ich werde mich nicht impfen lassen.
Und somit war ich meine Rolle los. Und die Bücher wurden umgeschrieben. Meine Figur gab es nicht mehr. Also die gibt es nicht mehr. Das spielt jetzt ein Mann und es ist einfach eine vollkommen andere Rolle. Ja, also sowohl Sender, Auftraggeber, ARD, ORF, als auch Produzenten haben eben entschieden, nicht geimpft darf nicht mehr arbeiten. In Österreich galten besonders rigorose Maßnahmen für Ungeimpfte. Im Winter 2021 mussten sie 2 Monate lang in einen strengen Lockdown, durften ihre Wohnungen nur mit triftigem Grund verlassen. Der Lockdown für Ungeimpfte ist kein Selbstzweck, ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird. Darauf wurde ein Konzept ausgearbeitet, das ein noch nie in diesem Umfang dagewesenes Kontrollieren ermöglichen wird. Warum? Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betretens des öffentlichen Raumes kontrollieren. Es war eine schlimme Zeit, natürlich. Ja. Ich hatte ein bisschen Glück, weil ich eben durch die Installation als Gaswasserheizungstechniker ein Schlüsselarbeiter war und somit einen Zettel gehabt habe. Und durch diesen Zettel durfte ich quasi bis 22 Uhr, glaube ich, war das damals, wenn ich es jetzt anlege. 20 oder 22 Uhr, ich durfte mit dem Zettel draußen bleiben. Also ich hatte nicht so viele Probleme wie andere Leute. Dieses Abgesondertsein und keine oder wenig Kontakte und so, das war schwierig. Die Kritik, was zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig Blödsinn war, dass man eine Personengruppe wegsperrt, nachdem es eigentlich bekannt war, dass die auch eine Impfung nicht vor einer Infektion schützt. Aber ich habe schon eine sehr strenge Einstellung gehabt, die im Nachhinein, würde ich sagen, anders beurteilen würde. Ich bin alleinerziehende Mutter zweier Söhne und ich bin nirgends fest angestellt. Das heißt, ich verdiene mit Filmen mein Geld verdient. Ja. Wie schaut es mit Aufträgen aus inzwischen? Nichts, also gar nichts. Genau wie bei Eva geht es auch bei den Soldaten Max und Erik mittlerweile an die Existenzgrundlagen. Weil sie sich nach wie vor ihrem Impfbefehl verweigern, sehen sie sich mit etlichen Disziplinarstrafen konfrontiert. In ihrer Verzweiflung haben sie sich an den Deutschen Bundeswehrverband gewandt, der die Soldaten in Fragen des Dienst-, Sozial- oder Versorgungsrechts vertreten sollte. Doch auch an dieser Stelle wurde ihnen Hilfe verwehrt. Seit 12 Jahren bezahle ich in diesen Verband ein. Habe gedacht, dass ich dienstrechtlich abgesichert bin, was auch in den Papieren drinsteht. Und als ich dann mich an den Verband gewendet habe, kam dann nur zurück, keine Erfolgsaussichten, diesen Fall zu gewinnen. Schönen Tag. Die haben von Anfang an gesagt, Leute, lasst euch doch einfach impfen, dann braucht ihr unsere Hilfe nicht und wir werden euch auch da nicht helfen und unterstützen. Wir haben uns schriftlich an den Verband gewandt und folgende Antwort erhalten. Zitat: Hilfe durch den Deutschen Bundeswehrverband kann insofern auch nur bedeuten, dass wir die Kameraden über diesen Umstand und gegebenenfalls die Konsequenzen einer Weigerung aufklären, wie beispielsweise der Hinweis auf die rechtlichen Konsequenzen infolge einer Gehorsamsverweigerung. Du wirst nicht alleingelassen. Damit hat man immer das Vertrauen geweckt und daraufhin habe ich immer gedacht, okay, die wissen, was sie machen. Aber jetzt sehe ich es ja. Du wirst alleingelassen und ich werde ausgegrenzt und ja. Laut einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums sind über 94% der Soldatinnen und Soldaten geimpft. Wenn du jetzt Frau und Kinder hast und ein Haus, kann ich es verstehen, dass du sagst, nein, ich kann mir das finanziell nicht leisten, dagegen anzugehen, dann lasse ich mich halt lieber impfen, bevor ich eben hier Haus und Hof eventuell verliere. So ist das innerhalb der Bundeswehr halt. Wenn es nicht so läuft, dann gibt es halt Geldstrafen. Und wo tut es eben einem Menschen am meisten weh? Wenn es ans Geld geht. Und mit Ängsten kann man Menschen am besten kontrollieren und leiten. Die machen dann unter Angst fast alles. Und wenn du eben Angst um deine Existenz hast, na dann setze ich mich halt hin und lass mich impfen.
Wir hoffen, dass unsere Reportage ein bisschen dazu beiträgt, dass Menschen feinere Antennen entwickeln gegenüber Ungerechtigkeiten und Tabubrüchen und das nächste Mal nicht mehr einfach nur mitmachen und in der Masse mitschwimmen, sondern aufstehen und sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Auch wenn es vermeintlich die Richtigen trifft, also Menschen, mit denen man selbst vielleicht gar nichts anfangen kann. Nach 3 Jahren Corona-Krise ist unsere Gesellschaft immer noch tief gespalten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, die vergangenen Jahre aufzuarbeiten, damit nie wieder Menschen durch Desinformation und Panikmache zu Schaden kommen und damit wir als Gesellschaft wieder zusammenwachsen können. Vor allem aber, damit diejenigen, die die Schuld tragen am gesellschaftlichen und politischen Versagen der letzten Jahre, zur Verantwortung gezogen werden. Für meine Gesundheit kann ich nach wie vor nur sagen, ich bin mega fit. Ich bin für alles gewappnet. Ich kann heute einen Halbmarathon mit dir laufen, wenn du da Lust drauf hast. Und das soll auch noch lange so bleiben. Und für mich ist das Lebensqualität. Und die werde ich auch behalten. Und die kann mir kein Dienstherr, kein Disziplinarvorgesetzter, kein Politiker kann mir diese nehmen. Weil das ist mein Körper, meine Entscheidung. Und ich möchte in meiner Zukunft, ich möchte meine Ruhe. Das hört sich jetzt so seltsam an, aber ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ich möchte ein Leben leben, das es verdient, diesen Namen zu tragen, das lebenswert ist. Ich möchte eigentlich diese Träume wieder verfolgen können, die ich vor der Impfung hatte. Man kann die Fehler, die man gemacht hat, die sind passiert, ja. Man kann nur für die Zukunft schauen, wenn das wiederkommt, dass man solche Fehler vermeidet, ja. Ich finde es einfach ein bisschen schade, wie das so einen Keil in die Gesellschaft getrieben hat und die Leute so ein bisschen auseinandergetrieben hat. Die Aufarbeitung muss unbedingt erfolgen. Also ich bin der Meinung, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ja, sogar vor Gericht. Dass er jetzt einfach für die Opfer, für die Geschädigten gerade stehen. Die Medien und die Politik, die sich so stark für die Impfung eingesetzt haben, müssen eigentlich mal ein Statement machen und sich auch entschuldigen. Das aber ich weiß, es wird eh nicht passieren, ja, es wird eh nicht passieren, aber das müsste lückenlos aufgeklärt werden. Und auch vor allem die, ich sag mal, die Personen, die sich in der Öffentlichkeit stark gegen die Impfung eingesetzt haben, die diskreditiert wurden, die müssen natürlich rehabilitiert werden, völlig klar. Wir müssen uns alle eingestehen, in großer Demut, wir haben mit einem Problem zu tun gehabt in der Corona-Krise, das wir alle nicht abschließend beurteilen konnten und wo unser Unwissen dominiert hat. Und an der Stelle ist das philosophisch. Und die einzige Möglichkeit, mit diesem Unwissen, mit dem eigenen Unwissen und mit dem Unwissen des anderen umzugehen, ist, aufeinander zuzugehen, sehr respektvoll und sich ein bisschen lieb zu haben und zu sagen, wir haben es damals bis zu einem Punkt gewusst und ab einem Punkt nicht gewusst. Und jetzt wissen wir es besser und jetzt gucken wir gemeinsam in die Zukunft.